Jo moin, im heutigen Clash Royale Video gibt es mal wieder einen Top Ladder Push. Live im Stream sind wir bis auf Platz 3 global gepusht mit diesem Miner Worldbreaker Deck. Es waren wirklich unglaubliche knappe Spiele dabei gegen die besten Spiele der Welt. Wenn ihr keine weiteren Clash Royale Videos verpassen wollt, lasst sehr gerne einen Daumen oben, lasst sehr gerne ein Abo da, schreibt doch gerne in die Kommentare, welche Videos wollt ihr als nächstes sehen. Und by the way, ich bin gerade auch, was ist das denn hier für ein Scam-Angebot? Ich bin gerade wieder in Köln. Nur, dass ihr Bescheid wisst, für die Vorbereitung für die CL World Finals, das heißt, die Qualität ist nicht so nice, wie sie sonst ist, aber es ist noch eine Woche, dann bin ich back zu Hause und dann gibt es wieder Daily Streams, Daily High Level Content Videos. Ich freue mich auf euch, denkt gerne an Critical Bond im Shop, lasst gerne ein Abo da und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video, es war echt nice. Let's go. Vielen, vielen Dank, Joel, bei 500 für die 5 Bits neue Wette, der Herr 7700, gleich 3000 Bits, 7700 wird halt hart schwer, so, ne? Gib mein Bestes, aber das wird auf jeden Fall nicht einfach. Also soll ja auch nicht einfach sein, aber trotzdem. Holy, wie reich. Muss er mal? Hast du echt schon alle? Wie viele Hype-Train-Emotes gibt's denn? Es ist nicht so einfach. Er hat Feuerball Zap. Feuerball Zap ist halt broken gegen Hunter. Plus Miner. Das sind ja echt viele Hunter-Strike in dem Matchup. Mike. Komplett okay so. Die Situation, würde ich sagen. Es gibt nur einen Typen, der Giant Double Print spielt, aber gegen ihn spielen wir jeden Stream, deswegen wirkt es vielleicht so. Das war eine sehr, sehr gute Defense. Ich spiele neben sie mal, ich will meine Ritter nicht racen. Das war ein guter Lock. Ich wusste es, dass er das so machen wird. Nur um den Charge abzuwehren. Schwierig. Schade. Ah, Hilfe, wenn jetzt ein Giant davor kommt. Okay, kann nichts hier. Nicht noch ein, nicht noch ein, Digga.
Ich bin's, Morten Royal. Goose Game. Viele Garnelen. Für 10 Bits bekommt man keine Emote, schade. Sag das doch nicht. Du Anti-Mate. Wenn ich bald pleite gehe, bist du schuld, Veotech. Heute Abend streame ich nicht, heute Abend ist das Charity-Event unterwegs bin. Holy, wie reich. Nein, ist. Oh, was? Ich sage einfach nichts mehr. Wir chillen und gucken uns das Game jetzt an. Was passiert heute? Was passiert denn hier? Hä? Lul W? Geil. Mein auf Turm und Zückeln. Ja, das ist halt echt ein schwieriges Match. Der Typ war gestern Platz 1 oder so oder vorgestern. Das ist echt kein einfaches Matchup. Ganz gestern zweimal gewonnen, aber irgendwie hat der Gegner auch niemals perfekt gespielt. Wir haben halt Probleme gegen Inferno Dragon, wir haben Probleme gegen die Cannon Card. Irgendwie hat er gerade reingekotet. Hardcore reingekotet. Der Hunter ist komplett an seinem Wurm. Und irgendwie das Lock-Timing war mega OP. Okay, das Ding ist, LTB ist ein Fernding drauf. Er muss immer auch verteidigen. So, Feuerball auf die Cannon Card, damit er nicht wieder abfuckt. Ich helfe den Fernding noch mit. Leider nicht, aber ist okay. Wallbreaker an die Bridge. Ja, wieder ein sehr, sehr schniekes Lock-Timing von Morten Royal. Meiner ist wieder dran. Feuerball-Value ist auch am Start. Was? 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 Okay. Cooles Spiel. Let's go! Ich bin's. Gutes Game. Sehr, sehr gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Ballon spielt. Bin mir auch nicht sicher. Let's go, viel Glück an ihn. Der Typ ist extrem hoch. Wie hoch ist der Typ? Geht über uns. Wow. Das Eisbo ist das Graveyard. Nee, das ist der Graveyard Bowler Typ, oder? Digga, das ist so nervig. Er ist low in Elixir. Er muss die eigentlich durchlaufen lassen. Oder er macht King Toren. Das klappt halt auch. Oh, der Eismagier! Oh, wuff, 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 wuff. Okay, jetzt go, guter Start. Das Matchup ist nicht gut, weil Bowler ist komplett OP gegen mein Deck, weil er die ganze Zeit seine Bowler nach hinten stackt. Das ist halt so das Problem in dem Matchup. Wenn er seine Bowler stackt, dann haben wir eigentlich so gut wie verloren, aber bisher macht das nicht. Er muss halt irgendwann nur anfangen, seine Bowler nach hinten zu setzen. Ja, und jetzt ist halt schon wieder Alarm im Hause Royal.
lässt ihn durch. Was heißt? Leckt er oder so? Das ist ein Gehirn einfach klein. Kotz langsam so hart, ne? Bowler ist so eine No-Skill-Karte. Er muss rechts noch verteidigen. Soll ich eine Doppel-Wallbreaker-Connection werden? Let's go. Ich glaube, er war nervös oder er hat gelaggt oder irgendwas. Auf jeden Fall haben wir es gewonnen. Gutes Game. Er hat auf jeden Fall nicht gut gespielt. Er hat auf jeden Fall nicht gut gespielt. Platz 7! Die Wette ist gewonnen! Ich bin's, Morten Royal! Weiter geht's. Oh nein, nicht der Oktopus. Hilfe! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Oktopus uns countert. Wir haben nicht so viel gegen Giant Skeleton. Help in den Chat. Wir haben wirklich nicht so viel gegen Giant Skeleton leider, das hilft mir, das gibt mir nicht die Confidence, die ich brauche. Giant Skeleton Hawk zu verteidigen ist so schwierig für uns, wir haben allgemein noch nichts, wir haben halt schon Probleme gegen Hawk so und er hat noch Feuerball Magier so. Ich weiß es ja auch so. Okay. Oh ja, ich bin gerade gekommen. Falls er Magier spielt. Warum setzt er nichts? Er leckt, ist er rausgeleckt? Reiner jetzt. Wir sind halt wirklich kurz davor, so Platz 3 der Welt jetzt.